Meine lieben Brüder und Schwestern im Islam, tue Gutes und Allah wird dir Gutes tun. Tue Gutes und Allah wird dir Gutes tun. Meine lieben Geschwister im Islam, das Verrichten von guten Taten, dass man gute Taten macht, ist eines der wichtigsten Ziele in dieser Welt. Sammle so viel du kannst. Packe dein Konto voll, bevor du zu Allah zurückgebracht wirst. Das ist, was der Muslim tun soll, ein Zeichen eines Gläubigen, der wirklich ein Gläubiger ist, ist, dass er viele gute Taten macht und den Menschen behilflich ist. Und das gehörte zu den Anzeichen des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, einer seiner Erkennungsmerkmale, die er seinen Sahaba und der ganzen Umma beigebracht hat, ist, dass er den Menschen eine große Bereicherung war. Und so sollen wir es auch sein. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon mal am Anfang des Islams der Engel zu ihm kam und er daraufhin zu seiner Frau Khadija radiallahu anha ging, voller Angst. Zammiluni, zammiluni, hüllt mich ein, bedeckt mich aus Angst. Und er sich darauf aussprach und ihr erzählte, was er sah, dass er richtig Angst um sein Leben hatte, hat Khadija radiallahu anha, diese kluge Frau, etwas ganz Gewaltiges getan. Was für eine Antwort sie ihm gegeben hat, das müssen wir lernen. Sie sagte, radiallahu anha, bei Allah, niemand, niemals wirst du bei Allah eine Schande erleben. Wallahi la yukhzik Allahu abada. Allah wird dich niemals in Schande legen. Denn, das ist der Beweis, du bist wahrlich derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Du bist jemand, der immer Kontakt zu seiner Familie hält. Du hilfst den Schwachen und gibst den Mittellosen, die nichts haben, gibst du immer etwas. Du nimmst den Gast ganz freundlich auf und greifst den Notleidenden unter die Arme. Und subhanallah, jemand, der so ist, schau, wie klug diese Frau ist, jemand, der so ist, diese Eigenschaften hat, niemals wird Allah ihn eine Schande bringen, ihn erniedrigen in Dunya oder Akhira. Niemals. Schaut, wie gut Khadija radiyallahu anha über Allah denkt. Schaut, wie gut Khadija radiyallahu anha Allah kennt. Schaut, wie sie ihren Mann behandelt hat. Schaut, wie sie ihn gestärkt hat, zur Seite steht, zu ihm hält, ihm Kraft gibt. Wie wertvoll sind diese Worte? Das müssen wir lernen und vor allem auch unsere Schwestern und unsere Frauen. Und so ist es auch nicht ein Wunder, dass radiallahu anha Khadija das Paradies versprochen wurde. Eine der ersten Frauen, einer der ersten Muslime überhaupt, der das Paradies versprochen wurde. Und sie war die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Schaut mal, was wir von ihr alles lernen können. Denn sie wusste, diese Regel, tu Gutes und Allah wird dir Gutes tun. Sagte nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Allah hilft seinem Diener, solange dieser seinem Bruder hilft. Ja, das ist eine Regel. Solange du anderen behilflich bist, wird Allah dir helfen. Und das haben die Muslime vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt.
Und das sollten wir auch lernen. Es ist überliefert von Ali ibn al-Hussein. Ali ibn al-Hussein, das ist al-Hussein, wisst ihr, ist der Enkel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, al-Hassan und al-Hussein. Von ihm der Sohn heißt auch Ali. Also ist er der Urenkel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, auch Gelehrtenfamilie, Gottesfürchtige, Ahlul Bayt Familie. Hat etwas getan, was wenige tun. In einer Zeit, in der es nicht viel gab zu essen, Armut herrschte, hat er in der Nacht, in der tiefen Nacht, wenn alle schliefen, Säcke voller Essen genommen und ist zu den Häusern der armen Menschen gegangen. Er kannte die armen Menschen, die nichts hatten, die keine Arbeit hatten und nicht genug zu essen, und ging jede Nacht, wenn alle schon schliefen, zu diesen Häusern und legte Essen vor die Häuser. Und dann ging er nach Hause, verteilte das an sehr, sehr viele Familien. Und das machte er jahrelang. Und niemand wusste, woher dieses Essen stammt. Wenn sie morgens zum Fajr in die Moschee gehen wollten, fanden sie Essen und dankten Allah dafür. Irgendwann, als Ali ibn Hussein radiallahu anhu starb, vermissten diese Familien das Essen, das sie erwartet hatten. Und dann erst wussten sie, wer es wohl gewesen ist. Sie wussten, dass er es gewesen ist, weil er gestorben ist und das Essen nicht mehr kam. Subhanallah, sie haben auch bei der Totenwaschung von ihm, haben sie Spuren der Verletzung auf seinem Rücken gefunden. Verletzung, die er sich zugezogen hat, als er die schweren Säcke voller Essen getragen hat. Was für eine schöne Tat, über die niemand wusste außer Allah. Und die rechtschaffenden Menschen, die Salihin in unserer Umma, haben es ihnen gleichgetan und machten immer gute Taten. Und das sollten wir auch. Und sie freuten sich, wann immer sie eine gute Gelegenheit bekamen, wann immer sie eine Gelegenheit bekamen, eine Chance, etwas Gutes zu tun. So wurde überliefert von Sufyan al-Thawri, den großen Hadith-Gelehrten, dass er sich riesig freute, wenn ein Bettler an seine Tür klopfte. Und er sagte dann immer, herzlich willkommen, sei derjenige, der gekommen ist, um meine Sünden reinzuwaschen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, denn du bist dafür da, um meine Sünden reinzuwaschen. Denn indem er spendet, löscht Allah ihm Sünden aus. Und der andere große Gelehrte, Al-Fudayl ibn Iyad, bekannt ist als Abid al-Haramein, der große Gottesdiener von al-Haramein, von Mekka und Medina. Der hat sich auch gefreut, wenn ein Bettler zu ihm kam. Und er sagte, was für gute Menschen diese Bettler doch sind. Sie tragen unseren Proviant kostenlos ins Jenseits, bis sie es auf die Waagschale legen. Was für gute Menschen diese Bettler sind. Sie tragen unseren Proviant, unsere guten Taten, Hasanat, tragen sie kostenlos, bis sie es ins Jenseits bringen, auf die Waagschale Yawm al-Qiyamah für uns legen. Wir müssen ihnen gar nichts tun. Sie kommen zu uns. Sie laden uns ein, um Hasanat zu bekommen, um unsere Waagschale schwer zu machen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, brachte uns bei, dass jede Tat, die gut ist, als Spende, als Sadaqa aufgeschrieben wird. Und deshalb, was du tun kannst, wann immer du helfen kannst, so tue es. Kullu ma'rufin sadaqa. Kullu ma'ruf sadaqa. Jede Wohltat, die du anderen tust, wird dir als Spende geschrieben, als ob du Hunderte und Tausende von Euros spenden würdest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns helfen, gute Taten zu machen. Amin. Verständlichen Worten. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Wer von euch die Fähigkeit hat, seinem Bruder einen Nutzen zu bringen, der soll es tun. Wer von euch die Möglichkeit hat, die Kraft hat, die Stellung hat, die Fähigkeit, die Zeit hat, einem Bruder irgendwie auf irgendeine Weise zu helfen, der soll es tun, der muss es tun, wenn er wirklich kann. Schau, was für große Hasanat auf dich wartet. Und eine der großen Hasanat, die du verdienen kannst und die nur wenige tun, ist, dass man zwischen streitenden Muslimen schlichtet. Muslime, zwischen die der Shaitan gekommen ist und die der Shaitan eingeflüstert hat, sodass er zwischen ihnen Streit und Feindschaft und Groll und Hass gesät hat. Und das hat er mit aller Ruhe, mit aller Zeit geplant, bis er die Brüder, auch gute Brüder und Schwestern und Familienangehörige dazu gebracht hat, sich nicht mehr gegenseitig zu mögen. Du erkennst es daran, vielleicht ist es in deinem Herzen auch, dass wenn diese eine Person kommt, du etwas Komisches in deinem Herzen hast. Du möchtest ihn nicht gerne sehen. Du möchtest dich am besten wegdrehen. Und wenn du ihn begrüßt, dann nicht gerne. Wenn du ihn siehst, dann spürst du in deinem Herzen eine gewisse Abneigung. Wenn du das merkst bei irgendeinem Muslim, wisse, dass dein Herz krank ist. Und dass der Shaitan Fitna gesät hat zwischen dir und deinem Bruder und deiner Schwester. Und dass du dein Herz heilen musst, dass du es reinigen musst. Streit, meine lieben Geschwister, passiert. Denn wir sind Menschen. Du machst Fehler und ich mache Fehler. Du kannst jemanden verletzen und auch ich habe vielleicht jemanden schon mit einem Wort oder einer Tat verletzt. Mit Absicht oder nicht. So wie du Fehler gemacht hast, so musst du auch zulassen, dass andere auch Fehler bei dir begehen. Vergib, damit Allah dir vergibt. Vergib du, damit Allah dir auch vergibt. Du hast sicherlich auch Fehler gegenüber anderen getan. Und so wie du möchtest, dass sie dir verzeihen, so verzeih auch du. Sei der Bessere von ihnen. Fang bei dir an. Such den Fehler bei dir. Such nicht nach Fehler von ihm oder ihr, sondern sei der Bessere der beiden. Und verzeih deinem Bruder und deiner Schwester. Für Allah. Für Allah, wenn du möchtest, dass Allah dir vergibt. Wallahi, wir brauchen alle Allahs Vergebung. Deshalb möchte ich euch abschließend eine Geschichte erzählen. Damit ihr wisst, dass der Streit etwas ganz Normales ist. Allgegenwärtig. Aber wie reagierst du im Streit? Wie reagierst du nach dem Streit? Das macht den Mu'min aus. Die Geschichte handelt zwischen zwei Sahaba. Ar-Rabi'a und Abu Bakr radiallahu anhu Siddiq. Rabi'a erzählt selber diese Geschichte, das, was ihn zwischen ihm und Abu Bakr vorgefallen ist. Er sagte, zwischen mir und Abu Bakr gab es ein Wortgefecht, Streit. Er sagt etwas und der andere antwortet etwas. Darauf sagte Abu Bakr ein Wort, das er verabscheute und bereute. Abu Bakr hat darauf etwas gesagt, hat den Bruder verletzt und Rabia hat gesehen, dass es ihm wehtat, dass Abu Bakr das selber hasst und das hat ihm wehgetan und selber hat es bereut. Er hat aber dieses Wort schon ausgesprochen und gegen Rabia gesagt. Da sagte er, O Rabia, antworte mir mit einem ähnlichen Wort. Antworte mir mit einem ähnlichen Wort, damit es eine Vergeltung ist.
damit wir quitt sind. Sag mir auch was. Sag mir auch was Böses, damit wir quitt sind. Aber Rabia sagte nein. Nein, das tue ich nicht. Da sagte Abu Bakr, doch, du wirst das sagen. Oder ich werde den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zur Hilfe gegen dich rufen. Da sagte Rabia, ich werde es nicht tun. Und er lehnte das Grundstück ab, um das es beim Streit ging. Sie hatten sich gestritten um ein Grundstück. Das gehört mir, nein, das gehört dir. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Daraufhin ging Abu Bakr radiallahu anhu zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und Rabia sagte, und ich folgte ihm. Er ging dann hinter ihm. Da kamen Menschen aus meinem Stamm, Aslam. Und sie sagten, Rabia, die haben das mitbekommen, den Streit. Rabia, möge Allah sich Abu Bakr erbarmen. Wie kann er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen und Hilfe gegen dich suchen, obwohl er es doch gesagt hat? Er hat doch was Böses gesagt. Was antwortete Rabia? Rabia sagte das folgende. Er sagte, wisst ihr denn nicht, wer dieser Mann ist? Das ist Abu Bakr Siddiq. Er ist einer der zwei, die in der Höhle bei der Auswanderung mit dem Gesandten Allahs waren. Guckt, was er für eine Stellung er hat. Er ist der beste und vorzüglichste Muslim nach dem Propheten. Schau, wie hoch er die Stellung macht von Abu Bakr, obwohl er sich mit ihm gestritten hat. Passt auf, sagt er dann zu ihnen. Nicht, dass er sich jetzt umdreht. Nicht, dass Abu Bakr sich umdreht und sieht, das Volk von ihm will Rabia zu Hilfe kommen gegen Abu Bakr. Nicht, dass er sich umdreht und er euch sieht, dass ihr mir zu Hilfe kommen wollt. Worauf er wütend wird. Und dann wütend zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, geht. Und der Gesandte Allahs darauf wütend wird, wegen der Wut von Abu Bakr. Und dann Allah wütend wird, aufgrund der Wut von Abu Bakr und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, worauf Rabia zugrunde gehen wird. Schaut mal, wie weit er denkt. Da sagten sie, ja Rabia, sein Volk, das zu ihm steht und das zu ihm helfen wollte. Ja, Rabia, was trägst du uns auf? Was sollen wir jetzt tun? Er sagte, geh zurück. Geh zurück! Hilft mir nicht. Da ging Abu Bakr radiallahu anhu weiter. Und ich folgte ihm alleine, bis er zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam kam. Darauf, das sagte Rabia, erzählte er ihm die ganze Geschichte wortgetreu, wahrhaftig. Ganz genau passiert, was passiert worden ist, hat er ihm erzählt. Darauf sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er das gehört hatte, O Rabia, was ist zwischen dir und As-Siddiq vorgefallen? Schaut mal, was für ein Akhlaq. Er wollte es auch von ihm hören. Er wollte auch die zweite Seite hören. Und Rabia sagte, ich habe ihm darauf gesagt, ja Rasulullah, dies und jenes ist dann passiert. Hat ihm genau die Geschichte erzählt, nacherzählt, wortgetreu. Dann sagte er zum Schluss der Geschichte, er sagte dann, Abu Bakr sagte dann zu mir ein Wort, das er verabscheute und auch bereute. Da sagte Abu Bakr zu mir, O Rabia, antworte mir mit einem ähnlichen Wort, damit es eine Vergeltung ist. Damit wir quitt sind. Doch ich habe mich geweigert, ich wollte das nicht. Da sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, als Schiedsspruch, als Nasiha, antworte ihm nicht. Das heißt mit einem bösen Wort. Sag ihm das nicht zurück, das böse Wort. Sondern sage
möge Allah dir vergeben, Abu Bakr. Da sagte Rabia, möge Allah dir vergeben, ja Abu Bakr. Abu Bakr fing darauf an zu weinen und ging dann weinend weg. Das ist die Geschichte zwischen diesen zwei Sahaben, wie sie sich im Streit verhalten haben, als Muslimin, als Mu'minin. Und das ist, was wir von ihnen lernen sollten. Dass wir uns auch im Streit als Muslime und wie Muslime verhalten sollten. Möge Allah uns helfen, so Amen. Zu handeln. Amen. Möge Allah unseren Sünden vergeben. Amen. Die großen Sünden und die kleinen, Amen. An die wir denken, die wir schon längst vergessen haben. Möge Allah uns zu den Paradiesbewohnern zählen lassen. Möge Allah uns vor der Grabesstrafe bewahren. Amen. Und vor der Strafe am Tage der Auferstehung. Amen. Möge Allah uns die Waage Yawm al-Qiyamah schwer machen lassen. Amen. Und ins Paradies einführen lassen. Mit unseren Familien und allen, die wir lieben. Amen. Möge Allah uns als Muslime leben dieser Dunya und als Muslime von dieser Dunya gehen lassen. Amen. Meine lieben Geschwister, heute ist Freitag und am Freitag ist es besonders wichtig, die Salawat, die Segenswünsche für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sprechen. Bitte sprecht sie viel. Sprecht sie viel. Es ist gut für euch. Und sie werden Yawm al-Qiyamah sehr schwer auf der Waage sein. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa aqimus salam.